Çuluktuk ist ein Stück, was wir aus Kirgisien mitgebracht haben, unserer Zentralasien-Tour. Und das hat uns da vor Ort so fasziniert, gespielt von einer 12-jährigen Geigerin ohne irgendeine Begleitung, dass wir uns das einfach genommen haben und geleistet haben, das einfach nochmal anders zu interpretieren. Es war halt auch immer so ergreifend, wir haben das halt zweimal gespielt und das zweite Mal ist halt das Publikum so unfassbar drauf eingegangen. Also die waren so gerührt, dass wir auch so gerührt waren dann beim Spielen. Umso mehr freut mich das jetzt, dass wir das Stück auch auf der CD haben, weil es auch so eine Erinnerung ist. Und vielleicht hört es ja auch einer in Kirgisien, der bei unserem Konzert war. Mein persönliches Gefühl bei dem Album ist, dass es ein Produkt der letzten 2-3 Jahre ist, in denen wir diese Stücke viel gespielt haben. Und diese Stücke sind sehr viel an sehr unterschiedlichen Orten gespielt worden. Sprich, also für mich ist es durch das Reisen beeinflusst. Weil für mich ist es spannend gewesen, in Vancouver auf dem Festival Der Mond zu spielen und das gleiche Stück in Aschgabat auf einem unglaublich verstimmten Flügel gespielt zu haben. Und das hat das für mich verändert. Das Trio zu Hause. Das ist einfach so eine Basis, eine ganz starke Basis. Und wir spielen seit 2002 in dieser Konstellation. Das ist echt eine verdammt lange Zeit. Und wenn man so lange miteinander spielt, kommt man irgendwann auf eine andere Ebene. Wir müssen uns dann teilweise einfach wirklich gar nicht mehr angucken. Es ist vollkommen klar, wann es wohin geht. Dann spürt man das einfach. Klang gut, klang ja, gut. Spannend. Im Kontrast sehr gut sogar. Okay. Live. Ich finde, da braucht man nichts mehr machen. Geil. Wollen wir mal das Intro hören von gestern und dann schauen, was wir haben. Ich finde das sehr schwer zu formulieren, was Manfred Eicher macht mit uns. Aber er hat so eine Gabe, sehr schnell auf den Punkt zwei Sätze zu sagen, mit dem man was anfangen kann. Es ist sehr komisch formuliert, aber wo er immer so den Finger drauf legt, ist, das muss halt echt sein. Es muss in dem Moment passieren und es darf nicht beliebig sein. Und das finde ich gut, da kann ich was mit anfangen. Ich glaube, er möchte das bewirken, dass wir loslassen. Also ich würde sagen, er hat großen Einfluss, immer noch, und vor allen Dingen mehr, als wir manchmal dann immer glauben wollen. Gerade auch diesmal das beste Beispiel, wir haben ja eigentlich die ganze Musik einmal komplett ohne ihn aufgenommen und waren der festen Überzeugung, das ist schon ziemlich gut, was wir da alles hingelegt haben. Und dann haben wir es am nächsten Tag mit ihm nochmal gemacht und dann hat sich wieder bewahrheitet, dass wenn er dabei ist, die Musik dann tatsächlich nochmal ganz anders klingt. Klarer, würde ich sagen. Ruhiger, klarer. Ich glaube, der mag alles, was an Eigenheiten da ist. Das findet der richtig gut. Das überträgt sich auch. Also der schafft es irgendwie, dass wir mehr spielen, wie wir wirklich sind. Also wir haben immer mal wieder Trio-Gigs gespielt, auch in den letzten Jahren, auch wenn wir eigentlich mit anderen Projekten unterwegs waren. Und da hat sich einfach so viel Trio-Musik aufgestaut, ne?
so ein Bedürfnis ist einfach auch gewachsen, wieder Trio zu spielen. Wir hatten alle auch total Lust darauf. Das ist vielleicht die Grundstimmung ja. der CD. Das ist so Zeit war dafür, wieder Trio zu spielen. Und dass es irgendwie gut ist, so, ne? Das auch dann mit einem Spot drauf zu machen, nicht nur nebenbei. Ne?